Ich erzähle euch heute die schönste Geschichte über Veränderung, die Gott im Leben eines Menschen bewirken kann und die Gemeinde im Leben eines Menschen bewirken kann. Es geht um Mirko und ich nenne ihn nur Mirko, er heißt anders. Ich habe mir letzte Woche die Erlaubnis geholt, seine Geschichte hier bei YouTube zu erzählen. Ich habe Mirko auf dem Busbahnhof in Halle kennengelernt. Wir sind mit dem Hauskreis abends hingefahren, hatten einen Grill dabei, haben Würstchen gegrillt, Getränke mitgebracht. Und dann haben wir die Männer und Frauen aus der Wartehalle eingeladen, mit uns Würstchen zu essen. An dem Abend habe ich mich mit Mirko unterhalten. Er erzählte von seinem Leben, dass es an irgendeiner Stelle bergab ging, dass er angefangen hat, Drogen zu nehmen, dass er kriminell geworden ist. Er fragte mich, ob es die Möglichkeit gäbe, bei uns in der Kirchengemeinde Sozialstunden zu leisten. Ich fragte Ulla, unsere Küsterin, und sie sagte, ja, ich kann mir das vorstellen. Und so startete Marco bei Ulla. Er mähte den Rasen, er schnitt die Hecke, er stellte die Stühle im Martin-Luther-Haus. Ulla sagte, dieser junge Mann hat ein ganz, ganz gutes Herz. Da ist was schiefgelaufen in seinem Leben, aber er hat einen ganz wunderbaren Kern. Bernd, kannst du ihn nicht noch irgendwie mit einbeziehen, irgendwo mitnehmen? Und so fragte ich ihn, Mirko, hättest du Lust, mit auf Baufreizeit nach Rumänien zu fahren? Und er sagte, ich bin dabei. So fuhren wir zusammen nach Rumänien. Auf der Freizeit arbeitete er richtig fleißig. Er machte eine tolle Arbeit. Er mauerte, er legte Beete an, er pflasterte die Terrasse. Und immer wieder sagten die Handwerker, Mirko, das ist unglaublich. Wie toll hast du das gemacht? Wie schön ist das geworden? Und er sagte, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand zu mir sagt, du hast das gut gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, du bist der geborene Loser, aus dir wird nie etwas werden. Mirko sagte, in einem Jahr, Bernd, werde ich wieder mitfahren nach Rumänien. Und ich verspreche dir, bis dahin bin ich von den Drogen los. Immer wieder habe ich ihn getroffen in dem Jahr und habe ihn gefragt, wie weit bist du? Und er sagte, ich zähle die Wochen, ich habe die Zeit im Blick, ich werde es schaffen. Am 16. Oktober bin ich clean. Er stieg in den Bus und er hielt Wort. Wieder kam die Baufreizeit und wieder war es ganz gut für Mirko und er hat wieder ganz viel Zuspruch für seine Seele bekommen. Viel Anerkennung, viel Lob, viel Gemeinschaft erlebt. An einem Sonntag in den kommenden Monaten habe ich ihn im Gottesdienst getauft. Er hat vor allen Leuten zu seinem Glauben gestanden. Er hat gesagt, welchen Unterschied Gott in seinem Leben gemacht hat, dass er wieder Halt hat, dass er wieder festen Boden unter den Füßen hat, dass sein Leben wieder lebenswert ist. Eine Frau in der Gemeinde hat ihm eine Ausbildungsstelle besorgt. Er hat eine Ausbildung gemacht in einem handwerklichen Beruf. Er hat die Ausbildung geschafft. Er ist jetzt fest angestellt. Und letzte Woche habe ich ihn besucht zu einem Traugespräch. Er wird jetzt nach 8 Jahren Freundschaft heiraten. Ich habe ihn gefragt, Mirko, welche Rolle spielt Gott heute in deinem Leben? Und er sagt, er ist der dafür sorgt, dass dies alles gelingt. Ich halte mich immer und immer wieder an ihm fest. Dieses ist eine wunderbare Geschichte von einem Leben, das zerbrochen war und das durch Gottes Kraft und durch die Gemeinschaft der Gemeinde heil geworden ist. Ich liebe diese Geschichte.